passiert? Ich bin im Karpuschewka aufgewachsen, in einem roten Holzhaus. Immer von Weitem konnte man die weiße Fensterläden in der Sonne funkeln sehen. Wenn du keine Zeit hast, dann verreise ich eben mit Lea. Dann lass uns eine Hochzeitsreise dahin machen. Na, was sagst du? Papa, bitte. Raus! Wenn du deinen Vater so hintergehst, du kannst nicht erwarten, dass ich dir da raushelfe. Schau, wie du das alleine in Ordnung bringst. Mama, Schatz, bitte leg nicht auf. Ich hab doch außer dir sonst niemanden. Kein toller Plan? Doch, ist ein super Plan. Freude hört sich irgendwie anders an. Mann, Ruth, was ist mit dir los? Du hast vorhin schon bei dem Hochzeitskleid von meiner Mama so komisch reagiert. Hey, aber das Outfit ist cool. Echt. Aber? Wegen der Reise. Weißt du, ich dachte, wir fahren einfach los, so ohne Plan. Nicht als Hochzeitsreise. Du willst also alleine verreisen oder mit Lea? Mann, darum geht's doch gar nicht. Du hast das alles so fix und fertig in deinem Kopf. Die Hochzeit, die Flitterwochen, alles. Du willst mich nicht mehr heiraten, oder? Ich verstehe. Hey, das ist doch Schwachsinn. Natürlich will ich dich heiraten. Was jetzt? Du musst nur Ja sagen. Ich frag mich, wie Tim an die Daten von meiner Kreditkarte gekommen ist. Ich hab die doch in meiner Handtasche. Auf jeden Fall gehört eine gehörige Portion krimineller Energie dazu. Ja, das scheint in unserer Familie zu liegen. Ich erinnere mich bei Steve an ganz andere Geschichten. Ja, hast schon recht. Der Bengel war auch nicht immer einfach. Oh, bei Jungs in dem Alter fällt das Hirn wohl gelegentlich komplett aus. Will jemand eine Tasse Tee? Aber nur mit Rum. Was wirst du jetzt machen? Keine Ahnung. Ich Hornochse habe ihm das Pokern auch noch beigebracht. Ach komm, damit rechnet doch niemand. Das Internet macht es den Jugendlichen viel zu leicht. Ich muss auf jeden Fall noch mal mit ihm reden. In aller Ruhe. Unsere Kinder sind doch diesem Schund im Netz schutzlos ausgeliefert. Da kann sich doch jeder als Erwachsener ausgeben. Ich finde das richtig gefährlich. Tim ist weg. Na. Der Schmerz. Wie weggeblasen. Ach. Sie können wirklich zaubern mit Ihren Händen. Naja, das ist schließlich auch mein Beruf. Ach, erzählen Sie mir doch noch ein wenig von Ihrer Heimat. Hatte Sie nicht gelangweilt? Nein. Kasachstan scheint ein faszinierendes Land zu sein. Nicht wahr? Hm? Gucken Sie. Hier. Mein Zuhause. Hm. Sieht gemütlich aus. Hat mein Vater selbst gebaut. Und im Sommer sind da überall Mohnblumen. Von Fenstern im Garten einfach überall. Das klingt sehr idyllisch. Sagen Sie mal, sind in Kasachstan eigentlich alle Frauen so hübsch wie Sie? Herr Fechner, wenn Sie jetzt auch noch Beshbarmak mögen, dann könnte aus uns sogar was werden. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Beshbarmak. Beshbarmak. Vielleicht ist Tim bei einem Schulfreund. Da gibt es doch diesen Sebastian. Habt ihr eine Nummer von dem? Heute Nachmittag. Ich war so sauer wegen der Klauerei. Frank, mach dir keine Vorwürfe. Tim weiß ganz genau, dass er großen Mist gebaut hat.
Hat nicht viel gefehlt und ich hätte ihm eins hinter die Löffel gegeben. Gut, dass du es nicht getan hast. Ich hätte nicht so ausrasten dürfen. Tim ist ein sensibler Junge. Und abhauen ist leider seine Art, mit Problemen umzugehen. Was, wenn er unterwegs zu Annalena ist? Ach, das glaube ich nicht. Das kann er sich gar nicht leisten. Ich gehe ihn suchen. Aber wollen wir nicht erst mal seine Klassenkameraden durchtelefonieren? Nettie? Oh, jetzt fällt mir aber ein Stein vor. Tim ist bei Nettie. Ja? Ja, gut, dann machen wir es so. Bis morgen. Tschüss. Tim übernachtet bei Nettie. Eine Nacht drüber schlafen, das ist für uns alle gut. Das war echt komisch, ohne Tarek die Nacht. Frag mich nicht, was ich geträumt habe. Hüpfende Zombies? Das war mehr so ein iranischer Hochzeitstanz. Egal, ich gehe mal duschen, dann bin ich wieder in der Spur. Tim ist im Bad. Tim? Ja, ich habe ihm Asyl gegeben. Er hat Stress mit unserem Herrn Papa. Ah, ein illegaler Familienflüchtling. Nein, Frank weiß Bescheid. Ja, schon cool, so eine große Schwester. Haben Lea und ich uns auch früher mal gewünscht. Erinnerst du dich an den Typen, der hier gelegentlich wohnt? Soll angeblich dein Bruder sein. Ach, du meinst den Gartenzweck mit dem zu großen Ego? Charlie wird dich umbringen, wenn er das hört. Ich mach das. Moin. Guten Tag. Einschreiben wir Herrn Tarek Berisi. Der ist nicht da. Ich bräuchte eine Unterschrift. Das kann ich machen. Ich bin nämlich seine Verlobte. Okay. Bitte schön. Danke. Tschüss. Geht doch. Wieso? Du meinst wegen Verlobte? Ist ein bisschen spießig, okay, aber ich bin auch seine Verlobte. Und bald seine Frau. Hast du immer noch Lampenfieber wegen der Hochzeit? Na, ein bisschen erhöhte Temperatur. Ja. Beshbarmak. Was für ein Ding? Beshbarmak. Was ist das? Das ist so eine Art kasachische Lasagne. Olgas Leibspeise. Liebe geht durch den Magen. Sie hat ein bisschen Heimweh und ich will ihr eine Freude machen. Ja, na dann, unsere Küche ist deine Küche. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es war, Hammel und Pferdefleisch hier in Köln aufzutreiben. Hammel? Ja, normalerweise braucht man einen ganzen Hammelkopf. Torsten, ich glaube, es ist doch besser, wenn wir das bei uns zu Hause kochen. Das geht auch ganz schnell. Ja. Schatz. Ja. Vergiss das Lüften nicht. Lass mich das. Komm. Sag mal, bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Ja klar, mach dir keine Sorgen. Du kennst doch die Frauen. Außerdem haben wir da mehr Ruhe, verstehst du? Oh, ja. Hey, Frank. Hallo, Nettie. Hallo. Ist Tim schon los zur Schule? Nein. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Hat er dir erzählt, was er mit Lisas Kreditkarte angestellt hat? Er ist kein schlechter Kerl. Was ich nicht verstehe, wie konnte er es so weit kommen lassen? 1300 Euro sind kein Pappenstiel. Ich bin gespannt, was er da für eine Erklärung für mich hat. Vielleicht solltest du ein bisschen warten, bevor du mit ihm redest. Nee, das muss schleunigst aus der Welt geschaffen werden. Schon, aber er will dich im Moment nicht sehen. Was? Er ist total durch den Wind. Das ist ja noch schöner. Erst richtet er einen Riesenschlamassel an und dann will er mich nicht sehen. Jetzt beruhig dich bitte mal, er weiß, dass er sich einen Riesenklapper geleistet hat. Und wie will er das Problem aus der Welt schaffen? Mit Druck erreichst du bei ihm jedenfalls gar nichts. Hast du irgendeine Ahnung, warum er mit seinem Problem nicht zu dir oder zu Lisa gekommen ist? Denk mal drüber nach. Na, brauchst du einen Fahrrad? Aua, aua.
Sag mal, musst du nicht lernen für die Abschlussprüfung? Ja, ich muss aber mal ein bisschen mein Gehirn lüften. Und wenn's hilft? Ich könnte dir wirklich helfen. Nee, eine Beule am Tag reicht mir. Bist wieder sehr witzig heute. 10er Nuss. Was ist? Hast du Bauchschmerzen wegen der Hochzeit noch? Nö. Ich hatte nur so einen kurzen Hochzeitspanikvirus. Aber die Nacht ohne Tarek, das war echt komisch. Ich habe ihn richtig vermisst. Cool. Das ist wahre Liebe. Ja. Deswegen ist es auch bescheuert, sich so viele Gedanken zu machen. Du weißt, wie ich über das Hin und Her mit der Hochzeit denke. Naja, ob wir ja in 2 Wochen heiraten oder in einem halben Jahr, ist doch egal. Ja, wenn du sagst. Tarek ist ein toller Typ. Ich wäre total bescheuert, wenn ich mir den durch die Lappen gehen lasse. Wir lieben uns. Da ist eine Hochzeit einfach der nächste Schritt. Klingt ganz schön kompliziert, das Rezept. Mach dir keine Sorgen. Du hast den Lasagne-Profi engagiert. Ich mach das von Geburt an. Kleine Stärkung. Aha. Was ist das? Kuhmist. Kuhmist? Kuhmist. Das kasachische Nationalgetränk. Aha. War gar nicht schlecht, das hier in Köln aufzutreiben. Ach komm. Salut. Aus gegorener Stutenmilch. Die Spinne, die Gesacken. Wieso bringst du nächstes Mal nicht mehr Studentenmilch mit? Naja, wenn man drin badet, soll schön machen. Komm, lass uns anfangen. Dai. So. Perfekt. Von überbacken stand aber nichts im Rezept. Una Lasagne senza parmigiano, eine Lasagne. Danke für deine Hilfe. Thorsten, versprich mir eins. Ich muss nicht probieren. Mit Tim nicht gut verlaufen. Der wollte gar nicht mit mir reden. Und jetzt? Keine Ahnung. Nettie meint, ich soll ihn nicht unter Druck setzen. Aha. Seit wann ist Nettie Expertin für pubertierende Teenager? Ich frage mich, ob wir Tim nicht zu wenig Verständnis entgegengebracht haben. Frank, der Junge hat mit meiner Kreditkarte im Internet 1.300 Euro beim Pokern verspielt. Entschuldige, dass sich mein Verständnis dafür ein bisschen in Grenzen hält. Ja, aber gleich auszurasten war sicher das Verkehrte. Ja, wie hättest du denn reagieren sollen? Glückwunsch, Junge. Finde ich super, wie du im Internet Geld verdienst. Quatsch, so meine ich das doch nicht. Frank, willst du ihn ernsthaft ungestraft davonkommen lassen? Das war kriminell. Jetzt machen wir mal einen Punkt. Tim ist doch kein Verbrecher. Nein, aber dein Sohn hat schon öfter Dinge getan, die haarscharf an der Grenze waren. Was war denn mit dem Motorradunfall, als er aus der Klinik abgehauen ist und alles so hingedreht hat, als hätte ich vorsätzlich seine Gesundheit gefährdet? Lisa, hier geht es ausnahmsweise mal nicht um dich. Aha. Tim hat ernsthafte Probleme. Und wenn du dich nicht dauernd nur um deinen Job kümmern würdest, dann wäre das vielleicht doch mal aufgefallen. Warum hat er denn nicht mit uns über alles geredet? Denk mal drüber nach. Halten Sie mal. Ja. Ist das... Besch, Barmak. Es duftet herrlich. Ja, kann man so sagen. Ich habe nur Hammelkopf nirgendwo bekommen. Ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Naja, eigentlich war es als
Witz gemeint gewesen gestern. Haben Sie schon gegessen? Nein, nein. Nein, und wenn, eine Portion Bischbarmarkt geht immer. Ach, dass Sie sich die Mühe gegeben haben. Ich will einfach, dass Sie sich wohlfühlen hier in Marienhof. Mittagessen in 10 Minuten bei mir? Gerne. Friedenswurst mit extra viel Curry. Und Pommes Rot-Wies? Ta-ta-ta-ta. Ich geh mal einen Kaffee kochen, ne? Ich hätte nicht so... Wegen vorhin. Dieser ganze Kuddelmuddel mit Tim macht mich völlig wahnsinnig. Ich habe ja auch nicht gerade entspannt reagiert. Tim und ich, also die dicksten Freunde werden wir wohl nicht mehr. Aber du weißt, dass dein Sohn mir am Herzen liegt, ja? Natürlich. Die Situation ist für uns alle nicht leicht. Tim mich beklaut hat. Ich fürchte, er hat uns immer noch nicht als seine Familie akzeptiert. Tim hat sich gut bei uns eingelebt. So ein paar Turbulenzen sind doch normal. Normal? Die Aktion mit der Kreditkarte nennst du normal? Tim fühlt sich wohl bei uns, daran liegt's nicht. Dass er so einen Mist baut, muss einen anderen Grund haben. Spaziert in Fechners Spezialitätenrestaurant. Oh, Olga, Sie sehen, das ist unglaublich. Darf ich mich hinsetzen? Bitte sehr. Ein Schlückchen Kumis. Oh, haben Sie das hier aufgetrieben? Mein Geheimnis. Ich habe gleich 2 Paletten genommen. Macht bei Barzahlung 10% Rabatt. Naja, dann kann ich drin baden. Das haben Sie doch gar nicht nötig. Und Sie, Sie trinken nichts? Nun ja. Zum Anstoßen. Auf Kasachstan, das schönste Land der Welt. Prost. Zum Wohl. Vermissen Sie Ihre Heimat eigentlich sehr? Ach,
Wissen Sie, so herrlich es in Kasachstan ist, aber das Leben dort ist um einiges schwieriger als hier. Genau dafür sind Sie ja nach Deutschland gekommen, um Geld für Ihre Familie zu verdienen. Ja, ich schicke meinen Eltern jeden Monat Geld und dafür können sie Lebensmittel kaufen, Heizöl und so alles, was sie da brauchen. Ja, bewundernswert, wie Sie Ihre Familie unterstützen. Ach, wissen Sie, ich hatte eine märchenhafte Kindheit gehabt, wie in einem Bilderbuch. Meine Eltern haben mich mit Liebe überschüttet. Dass ich denen jetzt ein Stückchen davon zurückgeben kann, darüber bin ich froh. Hi. 007 in geheimer Mission? Eher 00, verstopftes Klo. Hast du mit Tim gesprochen? Woher weißt du? Ich war gerade zur Stelle, als Tim jemand zum Reden brauchte. Schon krass, was der verbockt hat. Er hat mit dir geredet? Ja. Ich habe ihn darin bestärkt, klar Schiff zu machen. Du meinst, alles zu beichten? Ein umfassendes Geständnis ist mit Sicherheit strafmildernd, ja? Was bin ich für ein Idiot? Ich habe ihn total zur Minna gemacht und gar nicht zu Wort kommen lassen, so sauer war ich. Und das habe ich ganz schön vermasselt. Interessant. Und das alles mit Käse zu überbacken, schmeckt mir italienisch. Ja, die italienische Küche ist meine Leidenschaft sozusagen. Ein Mann, der kochen kann. So jemanden habe ich noch nie in meinem Leben kennengelernt. Noch einen Nachschlag? Und Sie haben keinen Hunger? Ach, ich habe wohl zu oft probiert. Ihre Post. Mm. Hätte ich fast vergessen. Ach, von meiner Mutter. Hoffentlich sind da ein paar Bilder drin. Dann kann ich ein bisschen mehr in von meinem Elternhaus zeigen. Und zum Nachtisch etwas typisch Deutsches. Mit oder ohne Vanillesoße Ihre rote Grütze? Olga? Abreisen, sofort. War alles okay in der Schule? Danke nochmal, dass ich hier bleiben darf. Kein Thema. Schulter? Spaghetti mit Fleischklößchen sind meine Spezialität. Ja, ich habe ein Loch im Bauch, da kann man schon durchgucken. Ich leg gleich los. Hast du Lust auf Spaghetti? Wow. Du siehst aus wie eine persische Märchenprinzessin. Ich komme mir vor wie Aschenputtel im Gefängnis. Was auch immer Sie vorhaben, die Provinzial begleitet sie ihr ganzes Leben. Zuverlässig wie ein Schutzengel. Das ist die Provinzial. Immer da, immer nah. Provinzial. Ich muss Ihnen helfen. Sofort. Lisa ist nicht Tims Mutter. Das ist ja wohl kein... Ja, und trotzdem bemüht sie sich um ihn. Stell dir vor, in 2 Tagen können wir heiraten. In 2 Tagen? Ja. Ist Ihnen bewusst, wo Karbuschow sich befindet? Natürlich. Und Sie wollen das fahren? Mit dem Auto? Ja, geh du mal arbeiten. Dann magst du auch mal lieber arbeiten, anstatt so einen Müll daher zu reden. Ich werde mich dafür revanchieren. Sie suchen doch eine Frau. Marienhof wurde Ihnen präsentiert von Dallmayr Prodomo.